Hi, willkommen zu einem neuen Video von mir, in dem wir zusammen diese leckere Kräuterbutter zubereiten. Und hierfür verwenden wir Butter, Petersilie und Basilikum, Zwiebel und Knoblauch sowie Kräutersalz. Als erstes gebe ich die Zwiebel zusammen mit dem Knoblauch und den frischen Kräutern in den Mixtopf, setze den Mixi-Meißer ein, damit alles schön gleichmäßig zerkleinert wird, stelle 10 Sekunden und die Stufe 5. Mit dem Spatel schiebe ich einmal alles nach unten, füge Butter und das Salz hinzu, jetzt kurz verrühren für 30 Sekunden auf der Stufe 6. Und dann ist die Kräuterbutter auch schon direkt servierbereit. Alternativ könnt ihr sie bis zum Servieren natürlich auch nochmal in den Kühlschrank stellen oder auch auf Vorrat einfrieren. Das funktioniert auch wunderbar und ihr habt immer frische Kräuterbutter zu Hause. Wofür ihr die Kräuterbutter super verwenden könnt, ist das Kräuterfaltenbrot. Das Video dazu verlinke ich euch an dieser Stelle und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Bis bald, eure Vanni.